Hallo, ich begrüße dich zu einem neuen Video mit mir. Heute bin ich mal wieder auf der Suche nach römischen Artefakten und ich werde dich heute wieder bei meiner Suche mitnehmen. Ich hoffe, dass wir heute hier einen guten Acker ergattert haben. Ich bin heute mit dem Pino unterwegs. Pino ist schon auf dem Acker drauf. Ich mache hier gerade die Anmoderation für mein Video. Und werde auch direkt übergehen gleich zur Einstellung meines Detektors. Ich bin wieder mit dem Deus unterwegs, habe die Spurenkombination gewählt wie zuletzt. Ich habe die Ellipse, die HF, die Ellipse drauf. Und ja, ich bin in den letzten Wochen mit dieser Kombination sehr gut gefahren, habe sehr gute Funde damit gemacht. Und ja, ich denke mal, solange es so läuft, werde ich das auch so belassen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe ja alle XP-Spulen und kann dann gegebenenfalls wechseln. Aber anfangen werde ich heute mit der HF-Spule. Ja, gesponsert werde ich natürlich von der Firma Abenteuer Schatzsuche, vom Jochen Reifenrad. An dieser Stelle, hallo Jochen, Gruß von mir. Danke fürs Sponsoring. Ja, und dann werden wir jetzt übergehen zu den Einstellungen. Also bis gleich. So, heute nehme ich mal wieder mein Ackerprogramm. Das Ackerprogramm, das habe ich generiert mit dem HOT-Programm. Was ich da umgestellt habe, ich habe es zu einem Dreiton-Programm umgestellt. Und jetzt werden wir als allererstes die Ground Balance machen. Dazu gehen wir in die Ground Balance, gehen dann auf die Option Pumpen und werden jetzt erstmal einstellen. So, wir haben jetzt einen Ground Balance Wert von 77. Da werden wir jetzt auf 77 ganz runtergehen. Wir werden jetzt in der Experteinstellung den Boden Notch von 90 auf 85 zurücknehmen. Damit haben wir dann schon mal so ein bisschen, sag ich mal, die Mineralisierung der Steine ein bisschen reduziert. So, jetzt gehen wir wieder ins Menü. Den Disk habe ich auf 5. Den Sens zurzeit noch auf 90. Da werden wir hochgehen auf 94. Die Frequenz haben wir auf 14,4. Die belassen wir erstmal so. Die Eisenlautstärke auf 1. Die habe ich meistens immer auf dem Acker so. Aus einem Grund, dass wenn mal ein gutes Objekt dicht bei einem Eisenobjekt geht, dass ich einen Mischton erhalte. So kann ich dann differenzieren, grabe ich oder grabe ich nicht. So, die Reaktionszeit, die ist bei mir auf dem Acker auf 3. Die Experteinstellung, den Bodenfilter habe ich hier auf 0 stehen. Dann gehen wir auf die Audio-Response, die ist bei mir auf 4 und ein Expert die Audio-Settings auf 1. Das ist praktischerweise dafür gedacht, für oberliegende Objekte. So, das ist meine Einstellung für den heutigen Tag. Achso, Notch noch ganz kurz ist bei mir aus. So, das ist die Einstellung und wir legen gleich los. So, wir sind beim ersten Signal. Das ist ein Mischsignal. 27. Geht hoch bis auf 50 dementsprechend, wie man schwenkt, aber man hört, es ist ein Mischsignal. So. So, ihr seid mit dabei. Boden ist ziemlich feucht, also wird das auch kein Problem sein. Ja? So, das Objekt ist draußen. Ihr seid live dabei. So. Na. Detektor beiseite. Ach, da sehe ich sie schon. So, ein bisschen frei.
Der erste Volley. Erste Signal. Erste Münze und direkt ein Volley. So, ich hoffe, das kann man gut sehen. Ist auch noch relativ gut von der Substanz her. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Hund. Bis gleich. So, hier war das nächste positive Signal. Ist bei 63, 62 normal. Ein ganz klares Volley-Signal. So, ihr seid wieder live dabei. Wir werden es sehen. Na, wie gesagt, das Schöne ist jetzt, die Zeit der trockenen Äcker ist vorbei. Es ist draußen. So, jetzt ist es auf 73. Sauberes Signal. So, dann wollen wir mal schauen, was es ist. Gerät hier oben drauf. Ach, wieder eine Münze. Ja, aber eine silberne, aber kein Römer. Ich glaube, die hat es auch hinter sich. Die war schon öfters oben. Ich denke mir mal, es wird ein Kaiserreich Groschen sein oder einen Silbergroschen, keine Ahnung. Die ist ziemlich runter. Ich hoffe, das sieht man so. Aber so schön, wie man sagt, Münze ist Münze. So, dann bis gleich. So, wie gesagt, meine Kamera hat sich gerade verselbstständigt, ist auf Foto umgestiegen. Also ich hoffe, dass das jetzt noch am Anfang drauf war. Also das ist ein kleines Feinwagengewicht. Vielleicht ist da noch eine Punze drauf oder irgendwie ein Zeichen, was das jetzt ist. Ich denke mir mal, es ist eine neuere Zeit. Aber daran sieht man, man findet alles Mögliche auf dem Nullmarker. Okay, dann bis nachher zum nächsten Fund. So, wir sind beim nächsten Signal. Das ist ein 80, 82er Wert. Ja. Erstmal was wegmachen. So. Ja, bleibt auch dabei. 86 hochgegangen. So, dann wollen wir mal gucken, was das ist. Oh. Okay. Ist es nicht schon draußen? Ja. Ein Stück Blei. Okay. Dann bis zum nächsten. So, hier haben wir das nächste Signal. Mittlerweile habe ich schon 10, 20 Schrottteile ausgegraben. Also, hier muss man viel Geduld haben auf dem Acker. Das ist ein 86er Wert, ziemlich konstant. Ihr seid mit dabei. Wir wollen gucken, was das ist. Oh, ich sehe schon eine größere Münze. Und jetzt hoffen wir mal, dass es auch eine römische ist. Also ich da, Moment. Na, suche ich jetzt weg. Ja, es ist, glaube ich, ein Ass. Ja, ja, das ist ein Ass. Ich will jetzt nicht drüber reiben. Von der Patina her scheint es noch ziemlich gut auszusehen. Ihr seht es ja so. Endlich, ja, dafür bin ich ja unterwegs, für solche Sachen. Sehr schön. Wollen wir auch nicht drauf rumreiben, oder? Ach, mal. Ich bin ja genauso neugierig. Ne, wir lassen das. Wir machen das hinter mit Wasser ein bisschen sauber und dann zeige ich euch das mal. Alles klar, bis spät. So, hier haben wir wieder ein Mischsignal. Einmal positiv, einmal negativ. Der Leitwert ist auf 06, eigentlich Eisen. Wir schauen trotzdem mal nach. Ich habe schon die ganze Zeit nur Müll ausgegraben. Also kommt das jetzt auf einmal mehr oder weniger auch nicht drauf an. Ne?
Okay, und jetzt geht der hoch. Jetzt kann er gucken auf 52, weil ich gesagt habe, Mischsignal. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob hier was ist. Fleisch, wo ist das Eisenteil? Hier muss ja auch noch irgendwo Eisen sein. Ja, wir gucken jetzt erstmal nach, was das ist. So, Pinpointer wieder. Na? Moment. Ja, der Ziegel, der, ich hoffe, dass man das sehen kann hier, der Ziegel, der, das ist das Gebrannte, dadurch das Mischsignal. Jetzt wollen wir gucken, ob hier noch was ist. Ja. Ja. Ja, da sehe ich das schon. Und ein Falli. Ja, seht ihr? Deswegen ist die Einstellung bei mir auf 1 für die Mischsignale. Hier ist der Volli und ihr habt gesehen, dass so ja der gebrannte Ziegel anzeigt. Ja, das ist leider so bei römischen Ziegeln. Ich hole nochmal ins Bild, so dass ihr sehen könnt, das ist ein römischer Ziegel, der ist gebrannt und der zeigt auch an. Da nochmal, dass ihr seht. Ja, und das ist meine Schaufel. Ja, aber wie gesagt, wieder ein Volli. Ja, jetzt hoffe ich, dass noch ein paar andere schöne Sachen kommen. Das Ass war ja eins der schönen Sachen. Dann, ja, ich sag jetzt mal, ich kann mich nicht beschweren eigentlich. Alles klar, wir sehen uns gleich beim nächsten Fund. So, hier haben wir das nächste Signal, aber ich sehe schon, aber ich will das euch nicht vorenthalten, Oberflächenfund. Und ich glaube, es ist auch eine Münze, aber das hat nichts mit römisch zu tun, so wie es scheinbar aussieht, oder? Wollen wir mal gucken. Hier liegt's. Na, na, alles klar. Ich glaube, das sind, ja, 5, oder? Sind das 5 oder 10? Ja, weiß ich nicht. Die Vorderseite kann ich nicht. Das sind aber auf jeden Fall Reichspfennige. Also aus den Kriegsjahren. Das Kleingeld. Ja, hier liegt alles auf dem Acker. Auch solche Münzen. Okay. Dann sehen wir uns nachher beim nächsten Fund. Bis später. Hier sind wir beim nächsten Signal. Jetzt wird es langsam schleppend. Ich bin schon 2 Stunden hier unterwegs. Ein 59er Signal. So, ihr seid wieder live dabei. Na? Wieder 2 Signale oder 1? Ich weiß nicht. Na, wir sehen es ja. So, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr seid mit dem Bild hier. Ja. Okay, da habe ich so schon eine Münze. Ein Volli, ja. Ich hoffe, man kann es erkennen. Sieht auch noch relativ gut aus. Ja, ist auch jetzt nass. Wenn sie trocken ist, vielleicht nicht mehr. Aber wieder eine römische Münze. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund. Bis später. So, hier haben wir das nächste Signal. Ein 70er Signal. Und wir haben hier auch eine Schabe, aber auch neueren Datums. Die zeige ich euch mal zuerst. Ich glaube, das ist vom Bauern. Von der Kaffeetasse oder sowas. Blau, grau, ja. Wird vom Kaffeebecher auch was sein. Also nichts Antikes. Jetzt nochmal gucken, wo ist jetzt genau das Signal. 66, 67. So. Volli-Signal. Eigentlich, na, ich da noch, na, na, ist es da? Okay, ist da drin. So, wir schauen mal, was das ist. Ja, da liest es schon. Wie gesagt, also beim Deus kann ich das gut vom Signal, ein kleiner Volli.
Ich will jetzt auch nicht drüber reiben. Seht ihr ja so. Eine Fundzusammenfassung zeige ich euch nochmal alle Sachen. Okay, dann bis gleich. So, hier haben wir den nächsten Oberflächenfund. Ich sehe den ja schon. Ihr könnt ihn noch nicht sehen. Oder ich denke nochmal, aber dafür stelle ich die Kamera so mal hin. Ich kann es mir auch schon denken, es ist eine Bleiblombe. Ja. So, ja, es ist eine Bleiblombe. Normale Saatgutblombe. Auch neuerem Datums. Ja, die Schrottteile und das ganze Schrott, da spare ich euch, das schneide ich ja sowieso zum Schluss raus. Ich würde jetzt nur sowas, wie ja sowas, das ist jetzt das Äußerste, was ich euch zeige. Aber so Nägel und Patronen und Granatsplitter. Ich glaube, dann müsst ihr einen Spielfilm drehen. Ne? So, jetzt bin ich aber auch schon mittlerweile fast, ja, oder schon über 3 Stunden hier. War so nicht so rosig, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ja, ist eben halt so. Ich mache noch 1/2 Stunde und dann war es das für heute. Alles klar, bis zum nächsten Fund. So, hier habe ich nach 20 Minuten ein weiteres positives Signal. Wir sind bei 57,55. Genau an der Feldkante zum anderen Acker hin. So, ihr seid live dabei. Jetzt was ist das? Ja, draußen. Und ich glaube, ich werde nicht mehr. Aber ich kann es schon sehen. Und es liegt oberhalb auf. Und es ist silbern. So. Und jetzt hoffe ich. Und lieber Gott, lasse das sein. Was ich mir denke. Und es ist ein Denar. Endlich, meine Güte, nach fast 3,5 Stunden. Die zweite gute. Nein, ich fange da jetzt nicht dran rumzupiddeln an. Das ist auf jeden Fall ein römischer Denar. So, ich hoffe, dass ihr es sehen könnt. Jetzt mache ich noch. Jetzt bin ich wieder motiviert. Vielleicht mache ich noch ein Stündchen. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Ihr seid ja mit dabei. Okay. Auf ein neues. Bis gleich. Hier haben wir ein 70er Signal. Geht hoch bis 74. Bino ist schon unglaubwürdig. Am gucken. Er sagt sich auch, was macht er da? 70er Signal. Ja, hoffen wir, dass was ist. Ja, so, jetzt ist es draußen. Ist jede Menge Schrott hier auf dem Acker auch noch. Also. Na? Na, wo haben wir's? War doch gerade irgendwo gewesen hier. Oh? Ist es das? Ja, ist es. Was ist? Ist es wieder eine Münze? Ja, das ist der nächste Volli. Ja. Und das ist ein Denar? Ne, ist, oder? Ach, ich will nicht drüber reiben. Aber die Neugier, aber ich glaube, das ist von mir wichtiger. Ein Volli. Ein Volli. Alles klar. Okay. So, dann bis zum nächsten. So, hier haben wir 2 Signale, die ziemlich nah aneinander liegen. Ein 42er Signal und ein 52er. Wir werden erstmal das 52er ausgraben. So. Draußen. Okay, das ist draußen. Bleib mit dabei. Na? Na, wo bist du? Na, legen wir mal erstmal den Detektor aus der Hand.
Ich muss den Spaten mal zurücksetzen, weil sonst kann ich euch, glaube ich, nicht, sonst funktioniert das nicht. Und ich kriege immer den wieder rein, den Spaten. Ah, da liegt sie. Ein römischer Volley. So. Einmal, erstes Signal. Okay. Jetzt kriegen wir direkt das zweite auch aus. Ja, ein normaler Volley. Einmal, erstmal. Weg. So, und jetzt machen wir die zweite. Wo war es jetzt? Na? Da. Ja, toll. Zwei auf einmal. Na, und weg. In der Wurzel. Na, das wird in der Wurzel sein. Oder? Na. Komm. So. Gucken wir mal, was das ist. Ah, Detektor wieder weg. Pinpointer raus. So. Ja. Also das. Ja. Und noch ein Stück Blei. So, Leute, das war es erstmal vom Acker. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin jetzt fast 4 Stunden hier auf dem Acker unterwegs. Ich mache gleich am Auto die Fundzusammenfassung und das soll es für die Folge November gewesen sein. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht, bei mir zu sein. Und ich hoffe, dass ich euren Erwartungen entsprechend wieder gute Funde gemacht habe. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns gleich am Auto bei der Fundzusammenfassung. Also bis später. So, wie versprochen, mache ich jetzt während der Abmoderation, zeige ich euch nochmal die Fundzusammenfassung. Wir waren jetzt was über 4 Stunden hier auf dem Acker. Und ja, gut, es gab ein paar schöne Funde, die werde ich euch auch noch mal zeigen. Ein paar Münzen kamen ja schon zusammen, aber ich will euch mal zeigen, was in der Zeit so an Schrottfunden alles kommt. Das seht ihr ja nie bei mir in den Videos, weil sonst würde so ein Video mehrere Stunden dauern. Wie gesagt, mindestens 2 oder 2,5 Stunden, also ich muss es ja meistens immer kürzen, dass es für euch ansehlich ist. Auf, ja, ich sag jetzt mal maximal 1/2 Stunde, 40 Minuten. Aber ich will euch ja eben alles zeigen, was so dabei rumkommt. So, ich stelle euch jetzt beiseite. Ich habe hier eine Autofußmatte schon mal rausgeholt. Und da werden wir die Funde gleich ablegen. Also bis gleich. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Schrottfunde. Wir kippen die alle jetzt hier auf die Matte aus. Und dann seht ihr mal. So, alles erstmal raus. Was so zusammenkommt. So, wie ihr seht, Blei. Außer das Gewicht, das tun wir raus. Ja, okay, hier haben wir noch, ja, ich denke mir mal, das ist ein weiteres 10 Cent Stück oder und so was in der Art. Ja, hier, die Funde habe ich eigentlich ja nicht euch gezeigt. Oder beim Ausgraben, das waren noch welche, die ich so gemacht hatte. Die tun wir mal weg. Aber hier überwiegend, da ihr mal seht, der ganze Schrott, was so an so einem Tag an Schrott kommt. So, das packen wir jetzt gleich irgendwo anders auf eine Tüte. Tun wir erstmal beiseite und dann zeige ich euch die guten Funde. So, ich hoffe, Matte ist wieder gut im Bild. Und jetzt kippen wir erstmal das da drauf oder legen das mal da drauf, was wir heute haben. So, das ist der erste Volley, der zweite Volley,
Der dritte Volley. Der vierte Volley. Nummer 5. Nummer 6. Der Denar. Die kaiserzeitliche Silbermünze oder könnten auch ein Groschen sein. Dann hier die 5 Reichspfennig. Ja, wie gesagt, hier, was ich euch im Film gezeigt habe, die Bleibombe. Das kleine Gewicht und ja, ich will noch nicht sauber machen, aber das Ass wird noch ziemlich gut, ein römisches Ass. Also wir tun mal alles beiseite, was nicht antik ist. Also habe ich heute insgesamt 6 Follies, ein Ass und den Denar gefunden. Eigentlich eine relativ gute Ausbeute, ja, würde ich mal sagen. Ich habe auch schon bessere Tage, ich habe aber auch weitaus schon schlechtere Tage. Ich bin eigentlich mit dem Fund heute zufrieden. Also zumindest mit dem Denar und dem Ass. Hier ist noch ein Volley, den könnt ihr jetzt sehen, der ist jetzt schön sauber geworden. Der ist auch noch relativ gut erhalten. Ja, das Resümee ist, also den Acker, den muss man nochmal angehen, wenn er vielleicht nochmal gedreht worden ist. Ansonsten, ja, war einer wieder der neueren Äcker, die ich angehen wollte. Heute war ich mit Pino unterwegs. Pino ist jetzt im Hintergrund, hat auch ein paar schöne Münzen gefunden, aber geht ja hauptsächlich bei mir im Film um meine Sachen, nicht um die Sachen der Freunde. So, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liken würdet, teilen würdet, mich abonnieren würdet. Ich möchte mich nochmal bei meinem Sponsor Jochen Reifenrad am teuer-schatzsuche.de bedanken und ich hoffe, dass ich euch mit den Videos einen Gefallen tue und euch ein bisschen Anregung bringe ja, für die Suche und euch auch so gut wie es geht ja, den Deos ein bisschen näher zu bringen, auch die Einstellungen, so dass ihr seht, wie die Funde kommen, mit welchen Spulen und ja, wie die Signalwiedergabe ist mit den Leitwerten. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Jetzt fängt ja wieder die Corona-Zeit an. Wir hoffen, dass das wieder ganz schnell vorbeigeht, dass wir wieder so uns bewegen können, ohne Probleme zu bekommen. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Markus. Tschüss.